Es gibt Sportarten, die können ihren Sport nur saisonal betreiben. Hierzu gehört Shorttrack. In diesem Jahr allerdings ist, wie bei so vielen, auch bei den Shorties des ESV, alles anders. Und diesmal ist nicht nur ein Virus schuld gewesen für die Verzögerungen im Ablauf der Saison. Für Bundestrainer Arian Nachbar ist der Start in die Saison eher suboptimal verlaufen. Ja, also wir haben natürlich ein großes Defizit für in der Saison 2020/2021. Allein schon in der Vorbereitungsphase war Corona mit dabei. Jetzt hatten wir durch die Eismaschine, die kaputt gegangen ist, auch noch wieder 2-3 Wochen Rückstand. Die Sportler sind fit. Die wollen sich halt jetzt auch zeigen und so schnell wie möglich aufs Eis. Und das war uns auch wichtig, dass wir das wieder herstellen, dass wir aufs Eis kommen. Das Amt hat sehr schön mitgemacht und uns unterstützt dabei. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Die Halle ist sehr marode und ich hoffe, dass wir schnellstmöglich eine Lösung finden. Dass es weitergeht, das ist das Stichwort. Viele Turniere und Vergleiche sind auch bei den Shorttrackern abgesagt worden. Und Vergleiche sind nun einmal das A und O bei den Kufenflitzern. Also wir haben eigentlich auf die Starclass-Serie trainiert und die ja leider jetzt auch abgesagt wurde in diesem Jahr, bis Dezember auf alle Fälle erstmal. Wir hoffen, dass es im Januar nochmal weitergeht, aber Starclass ist bei uns so der wichtigste Part in dem ganzen Wettkampfgeschehen, weil wir international die Konkurrenz haben und national sind wir halt noch, weil zu wenig Vereine sind, die es betreiben, ziemlich dünn aufgestellt von der Leistungsdichte her. Dass keine Wettkämpfe stattfinden, ist für Bent Schob zwar traurig, aber er ist auch froh, dass er überhaupt trainieren darf und sieht die Wettkampfpause auch als Chance. Ja, es ist ein bisschen kompliziert an sich. Aber es ist natürlich, es gibt einem natürlich auch Zeit, sich dann auf andere Dinge zu konzentrieren. Man hat jetzt nicht die ganze Zeit diesen Druck, dass man an diesem Termin topfit sein muss. Man kann sich jetzt ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen Technik perfektionieren und sowas. Bent ist neben vielen anderen auf dem Eis ein großes Talent. Der Stützpunkttrainer Arian Nachbar hofft, dass durch die Absagen von Wettkämpfen die Motivation bei den Sportlern nicht leidet. Ja, es ist ganz schwer, weil wir haben echt eine hohe Leistungsdichte hier am Stützpunkt. Und überall zeigen sich immer wieder auf den unterschiedlichen Disziplinen, welche nach vorne, also 500 Meter ist unsere Sprintdisziplin oder 1500 Meter, gibt es verschiedene Leute, da müsste ich fast alle aufzählen, um es wirklich ausgeglichen zu halten. Aber gezeigt haben sich in der Vergangenheit ja schon Franziska Zander, Louis Ross, Ben Schob, um nur einige zu nennen, sage ich mal. Das sind erstmal die, mit denen wir schon rechnen können, und alle anderen sind eng dran. Also es wird sehr interessant. Ich hoffe, dass wir ein paar richtig gute Wettkämpfe noch sehen und auch noch hier in Rostock. Richtig gute Wettkämpfe. Darauf freut sich nicht nur der Trainer, sondern vor allem auch die Sportler. Und wenn es dann doch noch Wettkämpfe geben sollte, freut man sich auf ein Wiedersehen mit zwei Sportlerinnen aus Rostock, die nun aus sportlichen Gründen die Stadt gewechselt haben. Die Rede ist von den zwei Nachwuchstalenten Betty Möske und Svea Rothe. Ja, sie haben sich entschieden, erstmal nach Dresden zu gehen und haben sich jetzt der Trainingsgruppe um den Bundestrainer angeschlossen, was auch eine Maßgabe war, um überhaupt Kader zu werden, und trainieren jetzt ganz normal und bereiten sich auf Juniorenweltmeisterschaften vor, wie sie es auch hier gemacht hätten, nur halt jetzt unter diesem Bundestrainer der Junioren. Noch ist nicht alles vorbei, die Saison für die Shorttracker noch jung, aber wahrscheinlich wird auch ihre Eiszeit, so wie bei fast allen Wettkämpfen und Mannschaftssportarten, eine Saison zum Vergessen werden.